Juhu an alle, willkommen zurück zu Let's Play 4. Im letzten Part wurde einmal befreit. Wir haben so unsere komplette Munition verloren. Ich hatte voll Sturmgewehr voll, Penetrator voll. Und auf einmal haben wir eine Pistole und die haben uns von den drei Replikasoldaten, die sie gemacht haben. Alma ist frei, die macht ihre schwarze Portale auf, wo ihre Monsterviecher rauskommen. Und ich habe keine Ahnung, was losgeht. Und ich habe meine ganze Munition verstorben. Diese Scheiße. Das ist meine Slow Motion, das zeigt eigentlich nicht funktioniert. Kommen wir eigentlich hier irgendwas außer. What the fuck? Was ist hier nur los? Wie war das? Sie müssen einzeln legen sie frei, also stören sie falsch. Ja, genau. Das hat uns halt der Programmierer noch gesagt, dass sie das machen sollen, dass sie alle Level Luft jagen sollen. Drücken wir jetzt diesen verdammten Knopf hier. Und jagen alles, was hier ist, einfach in die Luft. Und im Idealfall ist da einmal mit dabei, das sieht schon mal gut aus. Ich glaube, hier geht gerade richtig die Party ab überall. Oh mein Gott, eine neue Waffe. Wir benutzen erstmal die Pistole. Wo geht's eigentlich hier hin? Okay. Ich tue hier keine schon mal nicht, jetzt muss ich wahrscheinlich hier drüber und hier lang gehen. Okay. Jetzt können wir hin, okay. So, bin mal gespannt. Da oben waren wir gerade. So. Und warte mal, ich hätte oben noch was machen sollen, kann das sein? Moment mal, das war zu früh. Dum, 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 dum. Kommen wir nochmal nach oben, ich habe irgendwas vergessen. Wenn diese Geräusche im Hintergrund, what the fuck? Würden wir diese Alpumpe hier über welche rumliegen? Ne, tatsächlich kann ich hier nicht viel machen. Die Tür ist hier zu. Hier halt lag die Maschinenpistole. Ansonsten können wir hier nichts machen. Wahrscheinlich viel zurück, ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Map Noten inzwischen nicht mehr lebt. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Warum leckt denn das hier? So. Sackgasse. Wir müssen jetzt hier irgendwo lang. Wer hätte immer mal drauf schießen sollen, vielleicht wäre eine Idee. Ich mach das mal noch kurz, bevor ich hier irgendwas. Ja, okay. Ach, jetzt bin ich hier. Ach man, ich muss nach oben fahren. Ich war schon oben, verdammt. Okay, okay, man macht ja Fehler noch. Deswegen lag da auch eine Maschine, bis man eine Munition hat, okay. Jetzt macht langsam einen Sinn, für den Fall, dass man den Pistolen verschossen hat.
machen das da kaputt. Okay. Eigentlich, was ist passiert? Jo, ich bin gefangen, kann das sein? Ja. Haben die Entwickler da nicht dran gedacht, dass man noch oben steht? Ups. Ach, jetzt geht die Tür. Jetzt kann man durch die Tür gehen, alles klar. Ich gehe dann mal. Ich muss da durch, verdammt. Oh nein. Jungs, ernsthaft, Leute. Jungs. Waffen. Yay. Replika-Waffen sind die besten. Ich mag Replika-Waffen. Ich will speichern mal kurz hier zwischen. Ich bin mir sicher, dass diese Server-Raid inzwischen tot ist. Lang. Da hinten. Okay. Okay, ist ja klar. Okay. Raus hier, würde ich sagen. Auf geht's. Tschüss. Ich will hier echt nicht mehr sein. Ich will hier echt nicht mehr sein. Ich verpiss mich aus der Basis und der Norden ist offen. Ach nö. Tschüss, ihr Versager. Ich jag euch mit einem Atomsprengkopf hoch. Jo, jo, wow. Und eine Buttel. Ach, das mal haut nicht hin. Auf jeden Fall. Wir fliehen mal aus dem Bunker und so, ne? Situation. Der Hauptträger der Anlage hat einen kritischen Punkt überschritten. Die Kettenreaktion steht unmittelbar bevor. Der 4-1-Scan soll versuchen, sich so weit wie möglich von der Anlage zu entfernen. Jutum C. Jo. Ich will endlich meinen verdienten Urlaub haben, ja? Ach, ist gutes Shit, ich mach's einfach trotzdem. Komm schon. Ha! Game Freaker! Ich bin ein Game Freaker! Pistole brauche ich nicht mehr. Hier, komm, Schrotflinte. Ich habe keine Ahnung, wo die alle herkommen. Ich dachte, ich kann jetzt also ganz elegant durch die Tür raus und so. Erlegt. Ich habe Ihnen sein Signal empfangen. Falls Sie mich hören können, gehen Sie nach oben. Ein Helikopter erwartet Sie. Pistole, er braucht das. Waffen und Munition. Ich bin voll, what the fuck. Das ist noch nicht Spiel erleben kann, hätte ich nicht gedacht. Du machst ihn voll. Speichern.
Ich einfach nur, damit ich hier irgendwie durchkomme. Ich kann aber auch. Doch, Slow Motion geht noch, okay. Meine Slow Motion funktioniert nicht, wenn die ja näher sind. Was geht denn? Au. Die funktioniert nicht, wenn die ja näher sind. Was ist denn los? Gott. Nur zum ersten Mal in diesem Spiel aktiv die Schrotflinte. Was geht denn? Wow. Ich bin mir sicher, ich habe da vorhin schon mal gespeichert. Ah, was ist denn los hier? Das Ende ist echt schwierig. So, das ist eine andere Waffe. Ja, die. Die ist ziemlich gut dafür. So, jetzt hier mal beim F5. Die ist ziemlich sehr effektiv dafür. Okay. Was? Warum sterbe ich denn mal sofort? Warum sterbe ich immer direkt, wenn ich da vor der Tür stehe? Diese scheiß Viecher. Ey, wenn wir direkt gleich in die Löcher schießen. So. Speichern. So. Okay. So. Ach komm, einmal verpiss dich einfach nur. Wow, hier liegt wieder ein Penetrator rum. Ich glaube, ich werde sowieso nur noch gegen diese Viecher kämpfen müssen. Ah, das ist normal. Ich mache jetzt eigentlich Ferien. Ich habe keinen Bock mehr auf diese paranormale Scheiße, ja. Ich gehe jetzt wieder. So. Waffe so übernatürlich effektiv gegen die Viecher. Ist einfach nur krass. Ich wünsche, ich hätte ein bisschen mehr Munition dafür. Jo.
dafür ist echt ein Streuamor ist das halt so ein bisschen. Deswegen natürlich gleich so 3, 4, 4, 4 mit einmal. Bam. Von der, also wir werden auf jeden Fall noch genug Münzen haben, ne? Ich denke mal, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier runter oder so. Yay. Yeah, Checkpoint gespeichert. Au. Hey, was soll denn das? Noch 90 Schuss und dann muss ich andere Waffen nehmen. Das tut mir echt irgendwie leid. Moment, Moment, Geduld. Hab ein wenig Geduld, mein Freund. Leon schützt gerade irgendwie alles ein, aber egal. Ich wollte vergessen. Oh weh, ich habe einen anderen wieder verloren. Vergessen. Komm, piss dich. Komm, geh mal die verdammten Treppen hoch. Lad nochmal in Ruhe nach und jetzt. Tötet. In Slow Motion, bitte. Du wurdest hier geboren. Genau hier. Ich war dabei. Hi Mama! Ich höre dich ja nicht, wenn ich dich mit Kugeln zerlöchere, oder? ETF! ETF! Seriously, Spiel! Ja! Wow, jetzt muss ich die ganze Traumfrequenz normal machen. Was geht denn? Was geht denn? Ich wollte vergessen. Für meine erste Waffe nur. Ich wollte so sehr vergessen. Okay. Ja, darauf habe ich dich nicht. Eine Pistole, alles klar, ist nicht so schlimm. Alles klar, komm hier, speichern wir einmal mitten im Traum. Du wurdest hier geboren. Das ist doch schön. Genau hier. Ich war dabei. So, ich speichere nochmal mitten im Traum. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich kann ja nicht schlecht an der vorbeirennen oder so. Hä? Ich im Nahkampf angreifen. Ja, ich will mir sagen, greif sie im Nahkampf an. Ich bin volles Leben und alles. Mein Baby. Ich weiß nicht, was ich jetzt anders gemacht habe als vorhin gerade eben. Menschen sein. Bringt sie zum Gewölbe zurück. Nein!
Schön, dass ich all meine Waffen verloren habe. Schön, dass ich da wieder alle meine Waffen verloren habe, aber ich glaube, die werde ich jetzt sowieso nicht mehr brauchen. Cooles Job, Mann. Ich werde jetzt. Arbeite jetzt in der Bank oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich laufe doch lieber in die andere Richtung. Yo. Nee, das sieht nicht so gut aus. Kann ich hier. Entschuldigung, ist bei Ihnen noch frei? Ist bei Ihnen noch frei? Ja, ist echt ein bisschen doof jetzt, ne? Versuch's mal da drüben. Ich gehe nochmal da an die. Da ein bisschen am Rand und so, ne? Ah. Ah, verdammt. Oh, nicht das Auto, nicht das Auto. Ah, das gute Auto. Oh, jetzt ist er frei. Ich gehe mal hier rüber. Ich glaube, Almes ist tot. Situation. Oh Gott. Der Spionage-Agent. Satellit hat den Ball 3. Heftige Explosion in der Nähe der Keim-Amakan-Anlage und angezeigt. Kurz bevor das Signal verloren ging, versucht die Verbindung wiederherstellen. Machen erfolgreich. Status 4-4 Einsatzagent unbekannt. Da ist er. Ich habe überlebt. Ich weiß nicht, wie Sie das überstehen konnten. Ich bin episch. Wir kennen das Ausmaß des Schadens noch immer nicht. Seit der Explosion können wir niemanden mehr erreichen. Was ist mit Alma? Was ist mit ihr passiert? Was war das für ein Geräusch? Neben dir. So, ich glaube, das war das Spiel. Ja, Feedback zum Spiel. Ich fand es am Ende ein bisschen doof, dass sie mir in den Traumsequenzen meine Waffen geklaut haben, auch mit Vettel. Ich habe ja eigentlich euch neben ihn geschossen, so mit Absicht, so bam, mal schauen, ob das funktioniert und bam, ist der einen Headshot bekommen und ist den ganzen Raum geflippt. Und es ist ein sehr cooles Spiel. Ich habe ja jetzt neben mir, also nicht direkt, warte, dafür muss ich ein bisschen aufstehen. Die Erweiterungspacks, der hat mir der Ex ja mitgegeben. Gute Ex-Kogitas. Nämlich... einmal Exact Point, das geht quasi. Das ist quasi ein Erweiterung. Jo. Ich weiß gar nicht wo, da steht ja eins der Jagde genau. Wo ist quasi die Story, wie es jetzt hier ein bisschen weitergeht. Ich denke, das werde ich demnächst weiter spielen. Exact Point. Genau, und dann habe ich hier noch Mission Pegasus. Wenn ich danach immer noch Bock auf die Spiele, werde ich jetzt weitermachen. Das wird natürlich jetzt auch hier auch kommen. Weil ich fand das schon irgendwie ziemlich cool und so. Ein bisschen Leute umkloppen. Ja, ist ein bisschen gruselig. Es ist vielleicht für schwache Nerven. Nicht für mich. Ich bin viel zu hart. Ich bin zu abgebrüht. Nein. Ich habe einfach keine Ahnung. Obwohl es ist gerade 20 Uhr 41. Es ist auch dunkel draußen und so, aber irgendwie... naja, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß, das Spiel zu spielen. Auch wenn es an manchen Stellen ein bisschen what the fuck ist. Jo. Ihr könnt mir schreiben, wie das Projekt fand. Es geht jetzt noch weiter mit einmal den Add-on Extra Points. Und wenn ich danach immer noch Bock habe, kommt Mission Pegasus, das quasi das Ganze nochmal von hinten aufrollt. Wo du ein anderer Soldat bist und des zweiten 4 Einsatzteams, genau. Und sollst noch ein bisschen mehr Zeug herausfinden. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall ziemlich drauf, denn ich habe da Lust, das zu machen. Yay. Genau, das ist eher, Dexter Point ist quasi nach dem Helikopter, der jetzt garantiert auch abstürzt, weil ihr Helikopter jetzt einmal abgestürzt ist. Jo, das heißt, es geht dann hier sogar weiter mit der Story. Bäm. Nach diesem Part wird es wieder. Wird es wahrscheinlich direkt weitergehen, wenn ich dann weitermache. Aber das ist gerade so ein bisschen weiter voraus ausgenommen, deswegen wird es dann weitergehen. Yay!
quasi, es geht weiter. Hab schon gesagt, es weitergeht. Yeah, ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wie ihr es bis jetzt fandet. Ja. Merkt, die KI von den Gegnern ist wirklich ziemlich gut. Da könnte ich mal andere Spiele ein bisschen ein Beispiel dran nehmen. Größere AAA-Konzerne, die bekannt sind. Weil die KI geht da ja auch in Decke und sowas Lustiges. Ja. Ja. Und so sieht man auch, wie viele Leute da mitgespielt haben, mitgemacht haben vor allem. Ja. Dann würde ich sagen, ich lasse es jetzt hier ein bisschen ausklingen, sage es nicht mehr groß dazu. Schaut euch die Credits an. Und hier geht's dann demnächst weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin, ciao. Genevieve Aristide hier. Ich wollte Ihnen nur versichern, dass der Origin-Vorfall bereinigt wurde. So viel zum Thema Diskretion. Es war unvermeidbar, aber es gibt auch gute Nachrichten. Der erste Prototyp war ein voller Erfolg. Hallo Alma, I'm Dr. Green. I'm here to check up on you. See how you've been feeling. How are you? I have a little girl like you. Would it be all right, Alma, if I ask you some questions? I'm sure you have a very pretty face. Alma, can you pull your hair back so I can see you better? I'm sure you're very pretty. I have all day, Alma.
Alma? Alma? Alma, if you don't cooperate, I'm going to send you back to your cell. Fine. There's no point in proceeding. I've had enough. Alma, I don't want to play your games, Alma.